Sehr schön gemacht von dem 24-Jährigen aus Sydney, der in Miami Beach, Florida lebt. Hoch aufgeschossener junger Mann, 1,92 Meter, Mister. Aber das erste Spiel ist, geht an Pete Sampras, der seit 89 ständig hier mit von der Partie war, im Queens Club, bei seinem ersten Auftritt verlor gegen den Mann, der in diesen Tagen mit ihm von Turnier zu Turnier reist, als Coach Paul Anacone. Damals verlor Sampras in der dritten Runde. Im letzten Jahr sie sicherlich verfolgt, Finalist unterlag seinem Landsmann Todd Martin. Auch hier natürlich ein Kandidat, für den es kaum etwas, kaum Geld gibt, wenn man zu den Buchmachern geht und ihn tippt als Wimbledon-Sieger. 95 gehört natürlich zu den ganz großen. Er muss über die Qualifikation einfach viel zu weit hinten in der Weltrangliste, um ein Konzert der Großen bei den Turnieren mitspielen zu können. Das ist eine tolle, erstes Aufschlagspiel. Hat Pete Sampras ein bisschen Jojo gespielt mit seinem Kontrahenten. Beiden standen sich übrigens noch nie auf der Tour bis dato gegenüber. Also auch seit Stolle bringt sein Auftakt-Service-Spiel durch. Er hat ja vor diesem Turnier im Londoner Queens Club auf der ATP-Tour nur ein einziges Match in der Einzelkonkurrenz gewinnen können. Das war in Coral Springs gegen Andrew Schneider. Also ein ziemlich verpatztes erstes Halbjahr. Wie gesagt, er musste ja immer wieder durch diese Qualifikationsmühlen und das ist auf die Dauer natürlich extrem belastend. Fifteen all.
13th of June. Da gab es nichts zu holen für Sandon Stolle in diesem dritten Spiel des ersten Satzes. Viele von Ihnen werden natürlich sagen, Stolle, den Namen habe ich doch schon mal gehört. Na ganz klar, sein Vater Fred, absoluter Weltklasse-Mann. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Heute Co-Kommentator für das amerikanische Fernsehen und für Channel 9 in Australien. Ist übrigens auch mit hier im Londoner Queen's Club. Versucht seinen Sohn ein bisschen zu unterstützen. Es war ja einst der Herzenswunsch von Fred Stolle, mal ein Spiel seines Juniors kommentieren zu dürfen. Und 91 in Wimbledon war es dann endlich soweit. Sandon spielte in der zweiten Runde auf dem Center Court gegen John McEnroe, aber sein Vater sah dann doch ein ziemlich derbes Debakel, denn es gab eine ganz deftige Niederlage für Söhnchen Sandon. Hatte große Probleme mit der Schulter in der Vergangenheit, deshalb flog er auch so weit zurück in der Weltrangliste, konzentrierte sich aufs Doppel. Hier sehen wir, wunderschön, Fred Stolle. Time. Kann stolz sein auf seinen Sohn. Ja, Sandon konzentrierte sich dann hauptsächlich auf die Doppelkonkurrenzen, war dort auch sehr erfolgreich, gewann immerhin schon 5 Titel. Das Slice hat ihn doch einigermaßen überrascht, den Sandon Stolle. Auch unangenehm zu spielen, dieser Halbflugball. 15:40, erste Breakchancen für den großen Favoriten. Gute Reaktion von Sampras. Und die 3:1 Führung des Weltranglisten Zweiten. Sampras leads 3-1. Macht ihn natürlich nach wie vor Sorgen um seinen Coach, um Tim Gullickson, bei dem ja ein Gehirntumor festgestellt wurde. Belastet ihn natürlich. Gar kein Thema.
player to go. Sampras. Auf die Linie serviert. Sampras geht mit 4 zu 1. Sampras leads by 4-1. Geht es auch was leiser? Ja. Hallo, Ulla. Ich hab's so satt. Ich will endlich ein bisschen Luxus. Bitte schön. Zum Glück gibt's doch Lottopool. Super Gewinnchancen, ungeteilte Hauptgewinne und trotzdem jede Woche Geld. Ruf doch mal an. ja. Oh, won't you stay? Just a little bit longer. Bitburger, ein besonderes unter den Besten. Bitte ein Bit. Pete Sampras, auf den hier viele, viele Leute setzen im Londoner Queen's Club auf Sieg. Zeigte sich in sehr guter Form in den letzten Tagen. Ist ein sehr, sehr ästhetischer Spieler, bewegt sich sehr gut auf diesem Grasboden. Verfügt er über so viele spielerische Möglichkeiten. Sandon Stolle Glück. Überkopfball mit dem Rahmen gespielt. Muss er selbst ein bisschen schmunzeln. Stolle hat noch nie ein Finale erreicht. Auf der ATP-Tour bestes Ergebnis. Stammt aus dem Jahre 92. Da kann man mal ins Halbfinale des Turniers von Los Angeles. Fourteen. Stolle verkürzt auf 2 zu 4. Hätte man vor Turnierbeginn auf ihn als Turniersieger gewettet, bei den Buchmachern hätte man das 50-fache
des Einsatzes zurückbekommen. Aber es ist natürlich auch äußerst unwahrscheinlich, dass sich ein Mann, der derzeit an Position 301 der Weltrangliste steht, in einem solchen Klassefeld letztlich durchsetzen kann. Ja, die Aufschläge des Pete Sampras sind einfach zu platziert, zu gut. Gibt es wenig Chancen für einen Mann wie Sandon Stolle. Auch wenn der natürlich über eine relativ große Reichweite verfügt. Spielerisch macht er diesen Punkt wie im Training, als gäbe es nichts Leichteres auf der Welt. Sampras. 5-2 Führung von Pete Sampras. Der Auftritt in der Turnierszene Europas, aber war ja nun wahrlich alles andere als erfolgreich, was er da zusammenspielte in den letzten Wochen und Monaten. 15 Love. Gab nur ein einziges Turnier, wo er über die erste oder zweite Runde hinauskam. Das war in Hamburg, wo er bis ins Halbfinale kam und dort André Medvedev unterlag. 30 Love. Hatte Sampras einfach zu viel Zeit für diesen Passierball.
Advantage, Stolle. Ganz attraktives Spiel in dieser Phase. Zu viele Eigenfehler der beiden Kontrahenten auf dem Center-Court. Da hatte Sampras eigentlich viel Zeit. Unnötiger Fehler. Tschüss. Ah, der geht nicht besser. Und da war er weg aus der Sicht von Sandon Stolle. Der erste Satz. Sampras gewinnt ihn mit 6-2. Der Amerikaner, der ja schon ein Super 9 Turnier gewinnen konnte in diesem Jahr, das war in Indian Wells. Second set. Sampras to serve. Zweiter Satz. Ja, Ball wird gut gegeben. Den hätte er aber über Kopf durchaus spielen können, Pete Sampras. Um auf Nummer sicher zu gehen. 0-5. Hat ja Weltrangliste der Herren in der Statistik der Asse die meisten bislang serviert in diesem Jahr. Sehr gut gespielt von Sandon Stolle.
Da hat er das Maximum rausgeholt, was da noch rauszuholen war. Sehen wir nochmal die Szene. Sehr guter Flugball von Sampras. Aber nicht gut genug. Auftaktspiel im ersten Satz. Es geht mit nach sehr, sehr viel Mühe an Sampras. Wenn Ihr Schläger die richtige Spannung hat, wird es ein richtig spannendes Match. Aber entweder passt dieselbe Spannung nicht zu allen Spielsituationen und zu jedem Ball, oder sie verändert sich von selbst im Verlauf des Spiels. Profis wissen das und haben immer jede Menge verschieden hart gespannter Schläger dabei. Mit der falschen Spannung spielen sie falsch. Dagegen gibt es die einstellbaren Schläger von Sportsline. Sie zeigen an, wie gespannt sie sind. Und sie lassen sich im Handumdrehen perfekt einstellen. Darum haben Sportsline Rackets immer die richtige Einstellung zur nötigen Spannung. Diese Hightech-Schläger gibt es in drei Modellen. Rufen Sie jetzt an unter 05921 833 433. Dann bekommen Sie ein Sportsline Racket für drei Testwochen für 30 Mark. Und Sie können mit dem Spielen so oft und so viel Sie wollen. Rufen Sie uns jetzt an. Rackets mit einstellbarer Seitenspannung gibt es nur von Sportsline. Time. Pete Sampras meinte ja mal vor nicht allzu langer Zeit, er könne es sich nicht vorstellen, dass es nochmal eine so dominante Nummer 1 in der Weltrangliste geben wird, wie es einmal ein Björn Borg war, den wir heute im Interview hatten, oder ein Ivan Lendl. Mal sehen, wie lange sich Andre Agassi da vorne an der Spitze wird halten können. Momentan führt der Mann aus Las Vegas mit etwas mehr als 1100 Punkten auf Sampras. Zweites Spiel, zweiter Satz, Sandon Stolle. Die Aufschläge des Sandon Stolle oft viel zu unpräzise, bringen Sampras kaum in Verlegenheit. 15-30. Das war gut gemacht. Nach innen den Ball gezirkelt. 30-0. Also ganz einfach war der nicht, der Überkopfball da hinten an der Grundlinie. Zudem sah Pete Sampras direkt in die Sonne. Keine leichte Aufgabe. Game Stolle. Sandon Stolle gleicht aus. Der junge Mann, der ja mal zwei Jahre an der Universität in Fort Worth, Texas, verbrachte und dort
Marketing zu studieren. Absolut dominantes Aufschlagspiel des Pete Sampras. Und es hinterlässt natürlich Wirkung beim Gegner, wenn man so überhaupt keine Chance hat, wie hier Sandon in diesem dritten Spiel, Sandon Stolle in diesem dritten Spiel des zweiten Satzes. Offensiv extra, wie der Titel gewonnen wurde, wohin der deutsche Fußball geht, warum so viele Clubs pleite sind, was der Fernsehbeweis bewirkt, die heißesten Eisen der Saison 94-95, angefasst von DSF-Chefredakteur Rudolf Brückner und seinen Kollegen von Kicker, Welt am Sonntag und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Live aus dem Airport Hotel Kempinski in Offensiv, Sonntag 11 Uhr. Sandon Stolle, der krasse Außenseiter hier auf dem Center Court. Und da sein Vater Fred, der sich noch so gefreut hatte über den Sieg von seinem Sohn gegen Jonas Björkman in der dritten Runde. Da hatte Sandon vor allem erstklassig aufgeschlagen. Lord. Übrigens immer noch aktiv, Fred Stolle, zumindest beim Seniorenturnier in Wimbledon. Kann man ihn noch bewundern mit den anderen Größen vergangener Tage, Cliff Drysdale, Ken Rosewall, Rod Laver, alle sind sie da. 13. Und ich habe mir mal so ein Match angeguckt, es ist wirklich nach wie vor ein Genuss, mit wie viel Elan, mit wie viel technischer Perfektion. Jetzt ein wirklich sehr, sehr gutes Aufschlagspiel von Sandon Stolle, der seine Profikarriere 91 begann, also drei Jahre später
als sein heutiger Konkurrent Pizepris. Er ist ein lustiger, junger Bursche, der gerne ein bisschen zu Späßen aufbringt. Zwei Beine. Einige Zuschauer gähnten ein bisschen in diesen Minuten der Partie, denn das war natürlich wenig Spielkultur, was man da zu sehen bekam. Hier stand der Dinge. Davidoff, Cool Water. Wir sind heute hier, um mit dem Weltmeister den Renault Laguna zu testen. Was gefällt Ihnen am Laguna am besten? Das Fahrwerk? Nicht nur. Oder das komplette Sicherheitspaket mit ABS, Fahrer- und Beifahrer-Airbag? Natürlich auch das. Stopp! Ich hab noch lange nicht genug. Renault Laguna. Einfach besser. Er hat ja versucht, die Bälle ein bisschen langsamer zu machen, hier bei diesem Turnier im Queen's Club. Aber viel Spielraum gibt es nicht. Es existieren da natürlich ganz genaue Normen. Und nach wie vor ist natürlich das Tennisspiel auf diesem Belag das schnellste insgesamt. 15 Love. Hurt you all. Zum ersten Mal passiert der Ball mehr als dreimal das Netz. Zuschauer lechzen förmlich nach einem Ballwechsel. Ganz knapp. Ja, da war es sehr schwer. Völlig aus dem Gleichgewicht. Total in Rücklage, Sandon Stolle. Der nächste Breakball für Sampras. Ja.
schön gemacht von Pete Sampras. Sehr überlegt gespielt, ganz ruhig, ohne Hektik. Sampras. Ja, was passiert? Da war er weg, der Aufschlag. 4-2-Führung des Weltranglisten. Zweiten, es lief alles so, wie man das eigentlich erwarten musste in diesem ersten Viertelfinale des heutigen Tages. Ballaustausch. Deprimierend die Aufschlagstärke des Amerikaners. Der Sandon Stolle, der so gut wie nie eine Chance bekam, da mal was zu unternehmen. Schauen Sie sich das an. Er schlägt links ein, rechts ein. Wie viele dieser Möglichkeiten hatte er? Und er lässt sich feiern, der 24-Jährige aus Sydney. Game Sampras. 5-2 Führung von Pete Sampras. Sampras für ihn alles nach Plan. Er hatte nicht viele dieser Erfolgserlebnisse, der Mann aus Sydney. Er spielt eigentlich so ein schönes, ästhetisches Tennis. Dritter Spielgewinn von Sandon Stolle im zweiten. Aber ihm war natürlich klar, Newbowl ist in den nächsten Minuten hier Schluss. 6-2, 5-3 aus der Sicht des nun servierenden.
15 long. Neun Bällen, natürlich der Aufschlag des Pete Sampras noch brachialer. Springen die Bälle noch weiter davon, haben noch mehr Eigendynamik. Na, das ist frustrierend für jeden Gegner. Ein bisschen leichtsinnig. Und wieder jubelt er. Sandon Stolle über jeden gewonnenen Punkt, denn so viele gab es ja nicht. Ehrlich, wir senden Stolle hier gegen Pete Sampras. Was den Aufschlag betrifft, ging es mal Stefan Edberg in Wimbledon gegen Ivanišević und der Schwede meinte nach dem Spiel, was soll man da machen? Der tippt den Ball zweimal auf und dann schlägt es ein. Da kommt wenig Freude auf. Matchball für Sampras. Das war's. Sampras also wie erwartet im Halbfinale. Tja, liebe Tennisfreunde, ich hätte Ihnen so gerne heute...